Hallo zusammen und willkommen bei McRolf spielt Drive Club. Und willkommen zurück und wir fahren die letzten drei Events in der Amateur-Tour, bevor wir ins Finale, die Amateur-Trophy, einsteigen. Nächstes Event, The Best of British. Erreiche eine Platzierung in den Top 3, erreiche eine Zeit von 2,51 oder weniger und gewinne das Geschwindigkeitsduell von 145 Stundenkilometer. Zur Auswahl stehen nur britische Fahrzeuge, nur eines davon haben wir freigeschaltet, den Lotus Evora S-Sports Racer. Ganz seltsam, obwohl ich den Bentley gerade im letzten Rennen freigeschaltet hatte, konnte ich ihn jetzt in diesem Rennen nicht auswählen, weil ich dafür angeblich erst Clubstufe 3 benötige. Also manche Fahrzeuge, das haben wir bei anderen Fahrzeugklassen und Marken auch schon gesehen, werden erst freigeschaltet, wenn ihr Mitglied in einem Drive Club, also in einem Rennclub seid und dort eine gewisse Levelstufe erreicht habt, beziehungsweise der Club. Klar, das Herzstück des Spiels ist natürlich dieser Club-Modus für Einzelspieler, aber natürlich ein kleiner Wermutstropfen. Wir fahren wieder den Lotus, der relativ instabil in der Kurve ist, liegt wahrscheinlich auch daran, dass das einfach ein extrem leichter und kleiner Sportwagen ist. Das ist dann wohl doch einigermaßen realistisch umgesetzt worden, aber ja, so ganz gerne fahre ich hier nicht. Hört sich auch ein bisschen an wie so ein Spielzeugauto, oder? Und ich muss mich hier schon ganz schön ranhalten, um mit dem Feld mitzuhalten. Wenn ich das Ganze hier versuchen würde zu gewinnen, ohne einen Kratzer abzubekommen, also nicht fremdverschuldete Kratzer, sondern ohne aus eigenen Stücken quasi die Gegner zu rammen. Ah, haben wir geschafft. Guter Mann. Geschwindigkeit von 145 Stundenkilometer erreicht. Das war wieder eine Kurve mit grünen Fähnchen, die definitiv viel zu stark war. Da hätte man ordentlich nochmal in die Eisen gehen müssen. Also ich habe echt das Gefühl, dass manche Fahnen einfach nicht richtig platziert sind. Das ist ärgerlich. So, den cashen wir auch und arbeiten uns vor auf Platz Nummer 1. Läuft doch. Nur auf der Geraden tue ich mir sehr schwer. Da gibt es doch einige anscheinend schnellere Fahrzeuge, obwohl, ja, auch Blödsinn. Gut, bei solchen Manövern ist natürlich kein Wunder, aber hier vor uns fährt ja auch der Lotus. Aber gut, wenn man sich natürlich auch im Windschatten des Vordermanns ein bisschen ranarbeitet, kann man natürlich auch einiges an Schwung mitnehmen. Hier, jetzt bin ich schön im Windschatten des Bentleys. Das bringt mir natürlich vor der Kurve gar nichts. Mann. Also hier ist noch alles drin, das Rennen ist noch machbar, aber ich sehe das Ziel da schon auf der Minimap. Und außer die anderen Autos und mein eigenes Fahrzeug kaputt zu fahren, mache ich hier gerade nicht allzu viel richtig. Obwohl das ja auch nicht so richtig ist. Und ich sorge hier schon für einige Schrammer und Kratzer. Das muss ich mir dann im Online-Multiplayer unbedingt abgewöhnen. Da macht man sich keine Freunde mit. Windschatten, Windschatten und das Spiel hat sich aufgehängt. Platz Nummer 1. Jawohl! Für 2 goldene Sterne von 3 hat es gereicht. Nun gut. Wir gehen zum nächsten Event und zwar dem Tamil Nadu Spiker Drift. Erreiche ein Driftergebnis von 6700 Punkten oder mehr. Zur Auswahl steht nur der Spiker C8L Laren. Ein Fahrzeug, was wir bisher auch noch nicht gefahren sind. Und im Drift-Modus werden wir dann wieder auf die Außensicht wechseln. Und im Drift-Modus müssen wir noch ganz schön trainieren, weil das letzte Drift-Ergebnis war ja eher unterirdisch. Schicke Karre. Völlig verkackt. Da tue ich mir echt schwer mit. Also da muss noch einiges an Übungssessions eingelegt werden. Und wir haben ein erbärmliches Ergebnis von 2100 Punkten. Naja, da ist ja immer noch richtig Luft nach oben.
Aber das müssen wir echt noch üben. Also das funktioniert noch überhaupt nicht. Keinen einzelnen goldenen Stern. Na gut, dann probieren wir das gleich nochmal. ...5200 Punkte. Na, für den zweiten Versuch war das auch gar nicht mal schlecht, huh? Zumindest zwei goldene Sterne, damit geben wir uns erstmal zufrieden. Und auf zum nächsten Event. Fahrerstufe 14 erreicht. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und was richtig Schickes haben wir freigeschaltet. Den Marussia B2. Batmobil. Event Nummer 3. Das Valley Run. Oder der Valley Run? Der Valley Run. Erreiche eine Platzierung in den Top 3, 1 Minute 7 oder weniger, beziehungsweise das Kurvenfahrtenduell von 1300 Punkten. Dann wählen wir doch mal unser neues Fahrzeug, den Audi TT RS Coupé Plus, den wir bisher noch nicht gefahren sind. Zumindest die KI ist mit diesem Fahrzeug immer extrem schnell unterwegs. Aber gut, das ist ja auch kein Vergleichsmaßstab, ne? Bei einer Gummiband-KI. Drei Runden dauert dieses Rennen. Ah. Rote Kurve bedeutet Bremsen. Ja, das haben wir doch mal gut gemacht. Laura Walker ist vor uns. Auch mal toll, diese zufallsgenerierten Namen in so Rennspielen. Vielleicht sind es auch die Namen der Entwickler. Man weiß es nicht. Ja, Kurvenfahrtduell. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das Ding tatsächlich geknackt habe. Schön auf der blauen Ideallinie entlang zu fahren, ist ja eigentlich nicht so schwer. Ist aber sauschwer, was ich gerade gemerkt habe, wenn man einen Gegner direkt vor der Nase hat und man die blaue Linie nicht sieht, ne? Aber wir haben es ja trotzdem hingekriegt. Diese Zwischenherausforderungen, Challenges, die lockern das ganze Thema natürlich auf. Man fährt nicht nur einfach stupide von A nach B und versucht hier möglichst das Rennen zu gewinnen. Sehr schön, da habt ihr euch selber aus dem Rennen geworfen. Vielen Dank dafür. Sondern, ja, bringen eben zwischendrin dann auch mal so ein paar andere Herausforderungen mit rein. Das ist natürlich auch eine der Stärken von Drive Club, neben dem Club-Modus, und lockert das Ganze echt angenehm auf. Manchmal lenken diese Zwischenchallenges aber auch ein bisschen vom eigentlichen Rennen ab, auf das man sich ja konzentrieren sollte. Obwohl jetzt zum Beispiel dieses Kurvenfahrtenduell, bei dem man eben optimal die Kurven auf der Ideallinie fahren soll, ja eigentlich auch schwer Sinn machen. Um, sag ich mal, das Spiel und die Strecke besser kennenzulernen und die Kurve vielleicht zukünftig auch ohne dieses Duell besser zu fahren. Die aggressive KI arbeitet sich mal wieder an meinem Lack ab. Im Moment sind wir aber ganz gut unterwegs. Der dritte von drei Runden. Let's go. Ja, und selbst diese rote Schikane, okay, war eine rote Fahne, weil es eine Schikane war, hätte man aber mit deutlich mehr Geschwindigkeit nehmen können. Und es wird sicherlich eine Weile dauern, bis die Strecken einem in, wie sagt man, Herz und Blut, Mark und Bein übergehen. Irgendwie so, irgendwelche Körperteile oder Innereien. Tendenziell neige ich ja dazu, vor den schärferen Kurven doch ein bisschen stärker auch zu bremsen. Was bei der KI jetzt nicht das Riesenproblem ist, okay, die rammt einem dann auch mal hinten rein, aber was vor allem bei einem Online-Multiplayer gegen Menschen dann schon ein Problem werden wird, denn, ja, während ich in Kurven relativ stark bremse, habe ich das Gefühl, tun die meisten das eben wenig bis gar nicht. Und schubsen dich auch dann dementsprechend schnell von der Strecke. Alle drei goldenen Sterne, na, das ist doch mal gut gelaufen.